Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Vortrag. Ich darf Herrn Dr. René Huppertz auf die Bühne bitten. Er ist Leiter Lean Management bei Schiffers, Bauconsult, und Herrn Oliver Eischett, Geschäftsführer bei Spectra Automation GmbH. Und Sie beide haben jetzt eine Verschmelzung für uns vor, nämlich Sie verschmelzen jetzt BIM und Last Planner. Da sind wir jetzt sehr gespannt. Vielen Dank. Jetzt, ja, Test, okay. Test. Ja. Sehr gut, ich wechsle mal einmal gerade die Seite. Vielen Dank für die kurze Einführung. Ja, Olli und ich versuchen jetzt mal die Themenfelder BIM und Lean bzw. BIM und Last Planner ein bisschen zusammenzubringen. Ich gehe auch aufgrund der Zeit nicht groß auf unsere Vita ein. Einmal ganz kurz genau das Thema BIM und Lean. Aktuell ist es meistens so, wir haben auf der einen Seite BIM, auf der anderen Seite Lean, Last Planner, also auch in Unternehmen habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie im Weißen Haus. Es gibt einen Westflügel und es gibt einen Ostflügel und die reden auch gar nicht miteinander, weil dazwischen sitzt dann noch irgendjemand, der das stört. Und ich persönlich oder wir glauben, das sollte oder könnte man auch ändern. Ja, wie sieht es aktuell aus? Wir haben aktuell in der Planung ganz viele verschiedene Daten, die wir da erzeugen, die wir da nutzen, 3D-Modelle, Leistungsverzeichnisse, wir haben Sollterminpläne, kalkulierte Aufwandswerte, die wir irgendwann mal erfasst haben, wir haben verschiedene Materialien. Wenn wir dann auf die Baustelle gehen, ist es meistens, jedenfalls bei den Projekten, wo ich bin, eher analoger Natur. Wir haben hier, wie man sieht, ausgedruckte 2D-Pläne, also das BIM-Modell sehe ich persönlich relativ selten in der Ausführungsphase. Wenn dann in der TGA so ab und zu mal, aber sonst, dass es in der Baubesprechung und in der Lean-Besprechung genutzt wird, eher weniger. Es wird sehr viel mit Stift und Papier genutzt, gearbeitet, wir kommen gleich dazu, Post-its sind trotzdem meine Leidenschaft. Ja, dann haben wir sehr viel impliziertes Wissen, also jeder hat da irgendwie sein Wissen, man teilt es aber nicht oder sammelt es nirgendwo im Detail. Ausgedruckte Terminpläne, komplette Wände voll, also von links nach rechts, irgendwie, ich habe ein Projekt, 151 Seiten, DIN A0 Terminplan. Ich habe einen Doktor, aber ich kann den trotzdem nicht verstehen. Also ganz klar, eben war ja das Thema. Also ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach. Und dann das Thema auch Lieferscheine, alle in Papierform. Und dazwischen haben wir meistens ihn hier, so einen Bauleiter, der das irgendwie versucht zu koordinieren, zusammenzubringen, Projektleiter, der da noch was unterstützt mit verschiedensten Akteuren. Lass mich gerade gucken. Grundsätzlich haben wir allerdings auch in der Ausführung schon ziemlich viele Daten. Also es ist ja nicht so, dass wir da nichts haben. Wir haben ja diese Lieferung, wie eben gesagt, Lieferscheine, die wir irgendwie haben, nicht erfasst, manchmal vielleicht erfasst. Wir haben Arbeitszeiten, die wir manchmal erfassen, manchmal nicht. Die Auslastungen der Maschinen, die bestehen. Wir haben Ist-Terminpläne, meistens, auch da muss ich mal sagen, also das Thema häufig auch in analoger Form mit dem Post-it, sind sie dann da. Da haben wir einen Ist-Stand, wird aber nicht immer verglichen mit dem Soll. Und dann die realen Aufwandswerte, die wir grundsätzlich auch messen könnten. Das heißt ja eigentlich, wäre jetzt das Ziel, dass wir diese beiden aktuell auch schon Welten miteinander verbinden. Also wir aggregieren die verschiedenen Planungsdaten, machen die Daten auf der Baustelle tatsächlich nutzbar, sammeln in der Ausführung dann reale Daten, die wir dann wieder zurückspielen und dann auch aus diesen Projekten lernen. Also das Thema Lernen aus Projekten, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, euch in den Projekten aussieht. Ich habe immer das Gefühl, man macht also das Projekt zu Ende, Schublade auf, Unterlagen rein, Schublade zu und Ende. Und ich glaube, da können wir viel tun, gerade auch im Kontext der Digitalisierung. Und damit wir da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen können, wird euch der Olli mal ein wenig zum Thema BIM erzählen, bevor ich dann zum Last Planner übergehe. Richtig, genau so machen wir es. Vielen Dank. Ich glaube, das Problem ist verstanden. Also tauchen wir mal in die beiden Welten ein. Was ist BIM, was ist Lean, beziehungsweise im Beispiel LPS und wie kann das vor allem gemeinsam aussehen? BIM ist... Wenn wir über BIM reden, und ich glaube, das gilt speziell nochmal in der GSCI-Community, dann denken wir meistens alle an eines, 3D-Modelle. Ja, wir denken, je besser das 3D-Modell aussieht, je besser wird BIM gelebt, aber eigentlich geht es um viel, viel mehr. Building Information Modeling, um das ganz kurz zu definieren, keine Angst, Sie müssen nicht alles lesen, beschränkt sich meiner Meinung nach vor allem auf drei Aspekte. Ja, wir haben eine kollaborative Arbeitsweise, also wir haben vor allem eine Methodik, die dem Ganzen zugrunde liegt, die ein effektives Informationsmanagement, das heißt, es geht hier, wie wir auch bei unserem Vorredner gerade gehört haben, darum, Leute mitzunehmen, Informationen einfach zugänglich zu machen und das vor allem entlang des gesamten Lebenszyklus.
Ja, das steht leider ein Stück weit in Kontrast, wenn wir uns jetzt beispielsweise die große Building Smart Umfrage vom Jahr 2022 anschauen und die Anwendungsfälle mal analysieren, dann fällt relativ schnell auf, okay, wofür wird BIM genutzt? Es geht hier um 2D, 3D Design, ja, natürlich in den entsprechenden Autorensoftwares. Es geht immer um das Thema Clash Detections, also wie schneiden sich Bauelemente, die sich eigentlich gar nicht schneiden sollten, gerade eben TGA und Rohbau. Und es geht viel eben um das Thema Design Review. Also man möchte dem Bauherrn vielleicht etwas visualisieren oder dem Auftraggeber und damit natürlich verbunden das Thema File Sharing, also die Daten hin und her zu schicken. Das heißt aber, wenn wir hier mal ein ganz kurzes Fazit ziehen, dann ist die primäre Assoziation von BIM letztendlich 3D. Ja, wir reden von 3D-Geometrien. Die primäre Verwendung ist das Thema, wir designen etwas, wir stellen Konflikte fest, eben die Clash Detections, und wollen dadurch eben Ineffizienzen vor dem Bauvorhaben, also bevor es eigentlich auf der Baustelle installiert wird oder hergestellt wird, rausnehmen. Und die primäre Anwendung damit ist letztendlich die Planungsphase. BIM soll, wo sollte BIM stehen oder wo möchten wir vielleicht auch mit BIM ein Stück weit hin? Naja, BIM, ich denke, das wissen auch die meisten hier im Raum, steht im Endeffekt für Building Information Modeling. Und dieses Akronym hat vor allem einen zentralen Bestandteil und das ist genau das, was in der Mitte steht, nämlich Information. Ja, das heißt, wir wollen Leute eben dazu befähigen, mit Informationen einfach umzugehen. Und ich nehme hier immer ganz gerne die Analogie mit dem Auto. Wenn wir uns ein Auto vorstellen, dann ist das, was wir primär mit BIM assoziieren, das Thema 3D, nichts anderes als die Karosserie. Ja, blöd gesagt, Plastik. Viel wichtiger ist, dass wir den Fahrer, den Nutzer mitnehmen, der mit den 3D-Geometrien interagiert, der die Informationen letztendlich aus dem Modell rauszieht, weil ohne den Fahrer fährt das Auto nicht. Vielleicht irgendwann im autonomen Fahren, aber aktuell zumindest noch nicht. Aber das, was letztendlich ein Porsche auch von einem Nissan unterscheidet, das ist der Motor. Das sind die Daten. Ja, und deswegen ist BIM und 3D-Modelle nur so gut, wie die zugrunde liegenden Daten, die im Endeffekt in dem Modell enthalten sind. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, um da wieder auf die Folie vom René zurückzukommen, dass wir eigentlich die Daten, die in der Planungsphase sind, in das 3D-Modell einspeisen und genauso aus der Ausführungsphase wir die Daten sammeln und auch wieder zurück in das Modell fließen lassen, sodass wir ein effektives Informationsmanagement entlang der gesamten Gebäude-Lebenszyklusphase bis hoffentlich in den FM-Bereich haben. Und damit ist es eigentlich so, dass BIM viel mehr ist als ein 3D-Modell, nämlich eine Datenbank, die letztendlich im Zusammenhang steht mit dem 3D-Modell beziehungsweise darüber letztendlich abgerufen werden kann. Das war jetzt in Kürze mal das Thema BIM erklärt. Jetzt versuche ich es ähnlich kurz mal zu machen mit dem Thema Last Planner. Was ist eigentlich das Last Planner-System im Kontext Soll-Ist? Last Planner ist Stand. Auch hier eine wunderschöne Definition von den Experten Bayer und Huppert. Wir haben einmal genau die Definition genommen, damals, oder die eben auch im BIM-Kontext genannt wurde, und haben die damals in einem anderen Vortrag nämlich mal übertragen auf Lean und eigentlich hier genau dasselbe, kooperativ bzw. kollaborative Arbeitsweise, transparente Kommunikation und die weitere Bearbeitung im allgemeinen Projekt. Also da merkt man, sind schon ein paar Ähnlichkeiten. Also Lean bedeutet auch kollaboratives Arbeiten, wir tauschen uns aus, Transparenz, Informationen etc. Wie sieht es aus? Wir haben im Last Planner System erstmal eine Produktionsplanung. Wir müssen es jetzt in Kürze halten, das Last Planner System. Wir planen kurzzyklig. Das heißt, wöchentliche Planungen mit im besten Fall täglichen Besprechungen. Wir planen detailliert, das heißt auf Tagesbasis planen die Beteiligten, die Akteure ihre Leistungen ein und vor allem kollaborativ. Also nicht ein Terminplaner, der Superheld, der den Plan macht, sondern alle Gewerke, alle Fachplaner, alle Akteure an einem Tisch und wir planen die Leistungen, die für die nächsten Wochen, Monaten anstehen. Das Ergebnis dessen sind vor allem die Einschränkungen, die wir eliminieren können. Also wir stimmen uns ab. Wir sehen schon Herausforderungen, Hindernisse, können darüber reden und diese tatsächlich eliminieren. Wir können zuverlässiger Zusagen geben. Eben der Vorredner hat das auch schon gesagt, man steht nebeneinander, man plant genau diese Leistungen ein. Wir schauen uns in die Augen und dadurch ist diese Zuverlässigkeit meistens gegeben. Dann schreiben wir es auch noch mit der eigenen Hand auf dem Stift. Das ist so der Case, der aktuell eigentlich der State of the Art ist. Und dann erzielen wir Lerneffekte daraus, weil wir evaluieren wöchentlich, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft, warum haben wir es nicht geschafft. Und versuchen, diese Fehler nicht immer wieder zu machen. Das ist jetzt einfach mal gerade ein Beispiel, wie sieht der Ist-Stand aus. Wir haben die verschiedensten Post-its, jedes Gewerk hat seine Farbe. Wir stehen vor diesen Wänden,
kollaborativ, arbeiten gemeinsam, kleben die Leistungen ein. Man sieht hier das Thema, einige Post-its hängen dann auch schon Teil übereinander, weil viele Leistungen geplant werden, trotzdem bestimmen wir uns ab. Hier einfach mal eine Auflistung von verschiedensten Vorteilen, die das mit sich bringt. Ich greife mal ein paar heraus. Genauigkeit, das Last-Planner-System hilft uns halt, genauer zu planen, Zusagen einzuhalten. Also das wurde auch beim Vorredner schon erzählt, dass man halt gemeinsam darüber redet, was wird wann gemacht und nicht diese großen Balkenterminpläne, wo vielleicht keiner mehr weiß, was gemacht wird. Das Agieren, also dass man miteinander agiert, Feuerwehraktionen reduziert oder in Gänze sogar aus der Welt räumt. Zusammenarbeiten, diese aktive Zusammenarbeit miteinander. Produktivität. Durch dieses Miteinander, durch den Austausch steigern wir die Produktivität. Wir haben viel weniger E-Mail-Verkehr, viel weniger zusätzliche Besprechungen, weil wir Konflikte jetzt direkt lösen und vorgehen. Und dann, das habe ich jetzt vom Professor Heiko Fuchs geklaut, mit dem ich viele Vorträge halte, das Thema Bauvergnügen. Das ist sein Hashtag, finde ich aber immer ganz wichtig. Wir haben ein bisschen Spaß wieder am Bauen. Wir können uns auf das konzentrieren, wofür wir es eigentlich gelernt haben. Der Maurer stellt die Wand. Oder der Trockenmauer stellt die Wand, der Maler malert diese, der Elektriker legt seine Leitung und man beschäftigt sich nicht mehr die ganze Zeit mit Nachträgen, Behinderungsanzeigen etc. Allerdings, obwohl ich absoluter Verfechter des analogen Last Planner bin, der Post-its, weil ich das einfach sehr schön finde, diese Nestwärme, die da entsteht, wenn man gemeinsam an der Wand steht, hat das analoge Last Planner-System jedoch auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel, wie hier steht, erschwerte Dokumentation und Nachverfolgbarkeit. Das ist mir vor allem bewusst geworden, seitdem ich bei Schiffers Bauconsult arbeite, die auf der anderen Seite auch Vertragsnachtragsmanagement machen und gerne nach hinten gucken. Und die fragen mich immer, ja du als Manager guckst ja gerne nach vorne, aber was ist mit den Daten, was ist, wenn es schief geht und wir müssen gucken, woher kommt denn eigentlich dieses Problem? Dann sage ich, ja okay, haben wir Fotos, die kann man auswerten, ist allerdings was schwerer. Das heißt, im analogen Post-its auswerten, ein bisschen schwerer als vielleicht im digitalen. Dann manuell erhöhte Fehleranfälligkeit. Die Leute stehen da, kleben ein, man verklebt sich vielleicht mal in einer Zeile, man muss das prüfen, vielleicht fallen auch mal Post-its runter, es fällt nicht direkt auf, man schreibt vielleicht mal das Falsche drauf. Also es ist halt sehr individueller Natur, wie das gemacht wird und dementsprechend haben wir da eine sehr hohe Fehleranfälligkeit, was diese Themen angeht und modelllos. Wie der Olli eben auch schön gesagt hat, naja, wir haben die Modelle oft nicht, geringe Visualisierungskraft bei den Projekten, wir haben so einen 2D-Plan an der Wand hängen, dem kann man zwar mal arbeiten, ist der denn aktuell, weiß ich nicht. Das Modell habe ich eigentlich selten und vor allem habe ich keine Verknüpfung. Wie sollte es dann vielleicht aussehen? Naja, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben unseren Post-it, da steht zum Beispiel drauf, was haben wir für eine Vorleistung, welche Leistung erbringen wir, in welchem Geschoss bauen wir, in welchem Raum, was haben wir für Material oder wie viele Mitarbeiter haben wir. Wenn man sich das mal genauer anguckt, haben wir diese Informationen auch alle irgendwie im Modell. Also tatsächlich im IFC, wir haben die Geschosse, wir haben die Räume, wir haben die Materialien, wir haben die verschiedenen Leistungen definiert und grundsätzlich können wir auch die Abhängigkeiten definieren, die wir da haben. Das heißt, eigentlich haben wir eine gute Grundlage mit dem, was wir im Last Planner erarbeiten und mit dem, was wir im IFC-Modell bzw. im BIM-Modell nutzen und brauchen. Das bedeutet, dass wir eigentlich aus dem, was der Olli eben gesagt hat, wir haben diese Daten, wir haben das 3D-Modell und das Last Planner-System, sogar noch machen können, wir können die Daten mit dem Last Planner verknüpfen, beziehungsweise umgekehrt. Zudem das 3D-Modell nutzen, um das Last Planner-System sogar noch besser darzustellen, beziehungsweise besser mit dem Last Planner zu arbeiten und dementsprechend da diesen Kreislauf ein bisschen zu schließen. Jetzt wird der Olli mal vorstellen, wie kann man das vielleicht dann auch noch verbinden? Genau, also wir haben BIM verstanden, hoffe ich, wir haben Last Planner verstanden oder Lean, zumindest in aller Kürze. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, theoretisch sieht das alles ganz gut aus. Was sagt die Praxis? Hier vielleicht nochmal ganz kurz einfach Revue passieren lassen. Die Definitionen, ja, die ja oft so unterschiedlich auch sind. Wir haben eine Lean-Abteilung in einem Unternehmen, wir haben eine BIM-Abteilung. Es gibt diverse Vereine, die sich auf Lean spezialisieren oder auf BIM. Im Endeffekt, was wir realisieren, okay, eigentlich wollen wir im Kern dasselbe. Ja, wir wollen eine kooperative Arbeitsweise bzw. kollaborative Arbeitsweise. Wir wollen Transparenz beziehungsweise Kommunikation durch Informationen und es geht um die weitere Bearbeitung dieser Informationen, das heißt entlang des gesamten Lebenszyklus. Das heißt, eigentlich sind diese beiden Welten allein definitionsgemäß gar nicht so weit auseinander. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch, ne? Theorie ist fertig. Jetzt natürlich die große Frage, okay, wie kann das aussehen?
Und das ist letztendlich, wie es aussehen könnte. Wir haben oben das 3D-Modell, in dem letztendlich genau das eingefärbt ist, was unten mittels Post-its geplant wird. Ja, das heißt, wir haben natürlich wieder für die Gewerke die entsprechenden Farben, nur sind die jetzt nicht nur noch auf den Post-its drauf, sondern eben genauso im Modell. Und diese Symbiose hat natürlich Vorteile. Wir haben leider nicht ganz so viel Zeit, aber deswegen gehen wir mal auf drei Aspekte nur ganz, ganz kurz ein. Das erste ist das Thema Informationszugriff. Wir hatten es eingangs erwähnt, BIM ist im Endeffekt eine Datenbank. Eine dreidimensionale Datenbank, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie unfassbar intuitiv ist. Egal, ob ich gerade zum ersten Mal ein Haus baue oder seit 40 Jahren auf der Baustelle stehe, jeder versteht ein 3D-Modell. Das heißt, per Klick auf einen Raum im Innenausbau habe ich alle Informationen oder kann ich mir alle Informationen aus dem Modell ziehen, die eben relevant sind. Ja, hier exemplarisch einmal den Ist-Plan, also den Ist-Terminplan und den Soll-Terminplan, dass man Soll-Ist-Abgleiche fährt. Man könnte das Ganze natürlich weiterspinnen mit Fotos, ja, mit irgendwie Mängeln, mit Qualitätsmanagement, Überprüfung von DIN-Normen etc. etc. Dann haben wir das Thema Kommunikation. Ja, Farben kennt jeder, egal welche Sprache man spricht. Das heißt, lasst uns die Post-its auch nehmen und das Ganze im Modell visualisieren, dass jedes Gewerk genau weiß, in welchem Raum muss ich denn heute sein. Und wenn man es eben auch weiterhin ausgedruckt machen kann, naja, dann reduziert man halt wieder eine Dimension, aber es ist leichter, aus dem 3D einen 2D-Plan zu generieren, eben als andersherum. Und zu guter Letzt das Thema Auswertung, Daten, kontinuierliches Lernen, wovon wir natürlich viel reden. Das heißt, wenn wir diese ganzen Daten nutzen, die wir in der Planungsphase eben auch haben, und anhand der Daten eben die Baustelle steuern, naja, dann haben wir auch einen dauerhaften, transparenten Einblick in das, was draußen passiert und können es natürlich entsprechend auswerten. Das heißt, dieses Dreiecksgespann BIM 3D LPS ist im Endeffekt vielmehr ein Kreislauf. Und im Kreislauf oder im Herzen dieses Kreislaufes steht das 3D-Modell, das letztendlich einfach nur Mittel zum Zweck ist. Mittel zum Zweck, die Informationen auf die Baustelle zu bringen, aber auch Mittel zum Zweck, BIM und Lean letztendlich miteinander zu verheiraten. Und das hat im Endeffekt dann vor allem drei große Vorteile. Punkt 1, der größte Kritikpunkt, den ich immer entgegengesetzt bekomme beim Thema BIM, der Aufwand. Ja, jetzt zahlt sich der Aufwand endlich aus, weil wir nutzen eben die Informationen, die wir mühevoll über Wochen, teilweise Monate hinweg erstellen und können die Daten eben auf der Baustelle nutzbar machen. Wir haben eine intuitive Datenstruktur. Ja, dreidimensional, per Klick auf ein Bauteil bekomme ich alle Informationen, die mit diesem Bauteil verbunden sind, nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben zuletzt Zeit- und Kosteneinsparungen, allein dadurch, dass wir Misskommunikation reduzieren, denn wir haben jetzt im Endeffekt eine Dimension mehr, die uns tagtäglich dabei hilft, Baustellen zu planen und zu koordinieren. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Plädoyer im Zuge weiter zu digitalisieren, so habe ich es jetzt verstanden. Auch wenn ich etwas rausgehört habe, wir werden vielleicht etwas weniger Nestwärme bekommen, ja. Aber das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Genau. Ja, gibt es Fragen dazu? Mal gucken hier, noch keine, aber ich habe eine aufgeschrieben und zwar, es ändert sich ja viel in der Ausführung und Sie greifen jetzt Daten wie Material aus dem Modell ab. Wie groß schätzen Sie den Aufwand, das Modell immer aktuell zu halten und zu pflegen? Ja, ich glaube, die ganz entscheidende Frage ist letztendlich, wer die Modelle pflegt. Ja, ich kann jetzt da nur aus unserer persönlichen Erfahrung reden. Es ist natürlich oft so, dass wenn sich beispielsweise auch Bauabschnitte ändern, ja, Taktungen ändern sich oder wir haben im Zweifel oft auch von der Modellierung her irgendwie Wände, die durchmodelliert sind oder große Bodenplatten. Wir müssen die Macht letztendlich der Baustelle geben, die Daten einzupflegen, die sie ohnehin brauchen, um die Baustelle zu steuern. Ja, das heißt, wenn der Polier jetzt die Bodenplatte im Rohbau irgendwie umtaktet, muss er in der Lage sein, das Bauteil auch so zu splitten, wie letztendlich gebaut wird. Ja, und wenn wir Bestellungen tätigen und das Material kommt vom Lieferschein, dann müsste idealerweise diese Information natürlich direkt abgegriffen werden. Ja, das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass keine Mehraufwände entstehen, aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal diese Prozesse verstehen lernen. Und dafür müssen wir vor allem anfangen, eben BIM und Lean auf der Baustelle zu leben, um überhaupt hinterfragen zu können, wo hakt es denn an dem Prozess. Und ich glaube, wenn alle Beteiligten von diesen Informationen profitieren, dann lohnt sich im Endeffekt die Datenqualität auch aufrechtzuerhalten. Bedeutet, wir brauchen mehr digitale Kompetenz in allen Ebenen auf der Baustelle.
Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, noch hier ist eine Frage. Haben Sie, Sie bekommen Mikro? Ja. Kenne ich doch. Okay. So, okay, ich muss auch aufstehen, ne? Wenn das alle hier so machen. Also Carla Borkenhagen, mein Name. Und ich stelle mir dabei tatsächlich die Frage direkt mal an dich, René. Nimmst du dir damit nicht vielleicht auch ein bisschen Geschäftsfeld? Ich meine, wenn ich jeden Tag einen Screenshot mache von meinem Modell, dann habe ich doch meine bauablaufbezogene Darstellung, oder nicht? Also ich würde jetzt sagen, in Teilen ja. Aber grundsätzlich haben wir immer noch das Thema, oder wir hatten es heute Morgen ja auch, man muss ja auch mal neu denken, weiterdenken. Und ich glaube, es entwickeln sich da neue Felder. Auch wir müssen in der Digitalisierung dann weiterkommen und genau diese Beratung auch machen. Und ich glaube trotzdem, wir haben es ja eben im Vortrag vorher gehört bei Lindner, es wird doch viele analoge Projekte geben. Und ich glaube, das wird auch am Anfang immer wichtig sein, dass man es analog kennenlernt, aufsetzt, lebt und dann aber diesen Transfer schafft. Und für diesen Transfer, das sehe ich dann eher sogar noch als neue Aufgabe an. Also ja, auf der einen Seite geht was weg, aber auf der anderen Seite kommt was Neues hinzu. Das wäre so meine persönliche Einschätzung. Ja. Okay. Ja, also ich antworte trotzdem mal. Ich habe mir jetzt gar keine Sorgen gemacht, dass ihr keine Aufgaben haben würdet, sondern vielmehr habe ich mich gefragt, ob ich nicht dadurch vielleicht dadurch schaffe ich mir natürlich eine Transparenz, die viele Fragen klärt, oder? Also ich meine, das ist doch so. Ja. Aber das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt Stufe weiterdenken, Thema IPA, genau das, was wir wollen. Also wir wollen ja, also ich glaube, die meisten, die hier sitzen, wollen ja diese Transparenz, hoffe ich jedenfalls, dass wir genau aus dem Grund hier sitzen. Und deshalb sehe ich das als sehr positiv an, dass wir diese Transparenz schaffen und halt vielleicht ein paar Umwege dadurch vermeiden können. Aber Transparenz kann natürlich unbequem sein. Ja, das ist, glaube ich, das, was tut zwischendurch mal weh vielleicht und am Anfang denkt man auch, will man nicht. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben alle einen Vorteil daraus. Da müssen wir durch. Ja, genau. Denke ich auch. Vielen Dank an Sie beide. Und ich will nur ergänzen, René, du bist ja ganz aktiver Referent bei uns in der Lean-Akademie. Deshalb, wenn jemand jetzt mehr über Taktplanung wissen will, dann vor allem Lars Plenner, muss ich sagen, und Grundlagen, würde ich und mal sagen. Und Lars Plenner wissen will, dann gerne zu dir ins Seminar in der Lean-Akademie. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank Dankeschön. An Sie beide. Danke. Ja, komm.